So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Wie ich gesagt habe, sammle ich hier mal ein paar Steine in eurer Abwesenheit, dass wir hier das Haus gemeinsam fertig bauen können. Und das habe ich auch diesmal gemacht, wurde nicht von irgendwelchen Tieren angegriffen. Muss ich auch mal sagen, lief ganz gut. So, machen wir hier weiter. Damischt. Jetzt müssen wir mal einen neuen Hammer machen. Ich hoffe, wir haben alles. Nein, wir haben natürlich nicht alles. Wir brauchen Rundholz und Stöcke. Rundholz liegt hier noch rum. So, die Stöcke haben wir ja noch nicht. Dann lasse ich die Steine gerade noch mal hier liegen. X. Alle Steine hin und Stöcke sammeln. Dann können wir nämlich das Wohnhaus drüben abbrechen. Okay, die jage ich jetzt noch nicht. Darf es noch verschont sein. Mal schauen. Ach, da liegt noch ein Baum rum. Ganz vergessen. Nehmen wir den doch auch gleich mit, wenn wir hier sind. Diese Baumstümpfe bin ich jetzt mal auch ganz interessiert, ob man die nicht eigentlich auch wegkriegt. Boxen wir einfach mal ein bisschen. Oh, nee, das funktioniert ja. Ich hab gedacht, die gehen nicht weg. War das jetzt ein Zufall oder? Nee. Aber man kann sie anscheinend wegboxen. Sieht natürlich so auch wesentlich angenehmer aus, als wenn hier überall Stümpfe unterwegs sind. Aber wir waren ja eigentlich dabei, einen Bauhammer zu machen. Dann können wir den gleich wieder zuweisen auf der 2 und dann hoffentlich das Haus fertig bauen. Wir sind schon wieder überladen. Ich dachte, da kann ich wenigstens schnell damit reinlaufen. Was, wir lassen das Baumaterial jetzt einfach alles hier draußen liegen. Dann nehmen wir uns den Platz da drin nicht weg. Weil da soll ja schließlich das Zeug hin, was drüben im Haus ist. Das macht auf jeden Fall deutlich mehr her mit den Steinwänden hier mit der Feuerstelle. Sonst ist eigentlich alles gleich. Aber ich finde, das sieht viel besser aus. Als das normale Flächenhaus. Dem Bewurf. Okay. Können wir also auch noch verputzen, das Ganze. Das ist natürlich jetzt auch noch geil. Das Spiel wird immer interessanter. Da würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt, essen wir jetzt erstmal schnell was, bevor wir hier verhungern. Die Federn können wir noch in die Näherei packen. Dann holen wir alles aus dem Haus raus und können es dann abreißen. Weil ich habe langsam das Gefühl, dass wir die Steuern pro Gebäude zahlen.
Oder weil wir vielleicht so viel Land besetzen, wer weiß. Müssen wir mal noch rausfinden. Und das Ressourcenlager hier können wir ja leider noch nicht abreißen. Weil er ja hier irgendwie meint, die Truhe ist voll. Aber mal schauen, vielleicht geht's ja jetzt. Gebäudezerstörungsmodus? Nein, geht immer noch nicht. Die Feder. Federn tun wir hier gleich mal rein. Dann schauen wir mal, ob wir das hier gemeinsam überhaupt tragen können. 48 Kilo sind hier drin. Wir können nicht alles mitnehmen. Auf einmal eine Eisenhacke, genau. Aber wir nehmen jetzt mal das Essen soweit mit. Dann nehmen wir mal die Pilze mit. Den Fisch. Das Fleisch auf jeden Fall. Samen. Den Roggen nehmen wir mal mit. Davon haben wir ein bisschen zu viel. Gut, solange wir jetzt laufen können. Naja, gut. Ist vielleicht so nicht die schlauste Idee. Ich glaube, wir lagern hier nochmal das Essen zwischen. Zumindestens hier das hier. Rennen dann schnell rüber. Haben wir, glaube ich, mehr davon. Und jetzt wird es dann Nacht. Dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall nochmal ins Dorf. Und dann schauen wir mal, ob wir da oben noch aus den Gebäuden vielleicht die Sensen rausstibitzen können. Und vielleicht gibt es ja doch eine Eisenhacke oder eine Steinhacke da. Weil die können wir auch, wenn sie nicht mehr als gestohlen gilt, Roggenfleisch. Es geht rüber. Der Roggen ist nämlich hier auch immer noch als gestohlen. Den müsste man dann mal verarbeiten. Vielleicht können wir das dann irgendwo anders in einem anderen Dorf dann verkaufen. Weil so Sensen bringen doch ziemlich viel Geld. Trinken wir hier noch einen Schluck. Am nächsten Tag kümmern wir uns dann auf jeden Fall erstmal um die Waldhütte, sagen. Nicht Waldhütte. Die Jagdhütte. Schauen wir erstmal, dass wir die Hütte hier leer kriegen. Okay, ich glaube, da müssen wir fast nochmal gehen. Schauen wir mal, ob wir es noch reinkriegen. 36. Ich glaube, so können wir ganz gut laufen, oder? Ja komm, das geht schon. Dann können wir beim nächsten Mal auf jeden Fall dann das Essen noch mitnehmen.
Und dann ist die Hütte leer. Können wir die auch abreißen? Wieder ein Gebäudeslot mehr frei. Ich hoffe nur, dass ich das Ressourcenlager hier hinten wirklich nochmal abreißen kann und ich nicht es erst fertig bauen muss, um es wieder abzureißen. Wäre nämlich schade. Dann schauen wir jetzt gleich mal, was unsere Steuern sind und ob sich das verringert, wenn wir das eine Haus hinten abreißen oder nicht. Das tun wir rüber, das tun wir rüber. Sieht gut aus. Dann mal kurz gucken. Oh, wir haben Fähigkeiten. Enden ist in der Gewinnung. Plus 2 mehr Fähigkeitspunkte. Holzfäller, Bergarbeiter, 1 mit der Erde. Prozent größere Chance im Abbau auf Eisen zu stoßen. 5 Kilo größeres Gewichtslimit im Inventar. 10% weniger Ausdauerverbrauch beim Bäumefällen, Bergbau, Graben. 5% schnelleres Loggen, das wäre natürlich jetzt auch mal eine Idee. Aber ich glaube, mir sind mal die 5 Kilo erstmal wichtiger hier. Das handwerkliche Wissen wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Kochen. 10% schnelleres Kochen. Auf- und Abstufung von Hausmodulen. Wäre auch interessant. Aber ich glaube, das Leveln bringt uns am Anfang deutlich mehr. Die Schaufel haben wir schon erworben. Da könnten wir jetzt einen einfachen Zaun, so wie es ausschaut, uns organisieren. Jagdhütte wäre das mit dem Bogen. Lebensmittellager, das wäre das Ganze. Näherei haben wir ja das schon. Wo wir uns ein paar Sachen organisieren können. Weil wie gesagt, ich glaube... Was, ich bin schmutzig? Kann ich mich eigentlich hier auch im Wasser waschen? Hier sieht nicht so aus. Aber ich kann ja auch irgendwie nicht so ein Bottich bauen, oder? Wo ich mich waschen kann. Doch, Möbel. Waschzuber. Zweimal Rundholz, weißt du was? Den bauen wir jetzt noch schnell, wenn ich nämlich schmutzig bin. Ist es, glaube ich, nicht so lecker. Wie viel Holz haben wir da? 4 Rundhölzer. Und dann stellen wir uns doch hier mal so ein Waschzuber hin. Dann waschen wir uns mal schnell. So, jetzt sind wir auf jeden Fall gewaschen. Haben wir uns das auch... haben wir das auch mal rausgefunden.
Ich habe mich nämlich die ganze Zeit schon gefragt, wo ich den herkrieg. Aber gar nicht geschaut, ob wir den bauen können. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir erstmal, ob wir im Dorf vielleicht ein bisschen was uns organisieren können. Also eine Spitzhacke für Stein wäre eigentlich echt grandios, weil wenn wir dadurch schneller an Stein kommen, dann würde ich auch die weiteren Gebäude wahrscheinlich in Stein bauen. Aber wir nehmen jetzt hier noch was zum Essen mit, weil wir haben, glaube ich, nichts mehr einstecken. Haben wir auch nicht. Nehmen wir mal 7 mit. Und essen gleich mal was. Genau, die Hasenfalle ist ja auch noch da. Eventuell noch am Dorf vorbeigehen und schauen, ob wir da hinterm Dorf eventuell Füchse finden. Da müssen wir ja auch noch 3 jagen. Weil den Auftrag hätte ich gerne fertig. Bevor wir ins Frühjahr kommen. Bin auch gespannt, wenn man uns beim Stehlen erwischt, ob es Probleme gibt. Oh, was steht denn hier rum? Eine Eisenhacke. Die Eisenhacke. Würde mich jetzt mal interessieren, ob die Eisenhacke für hölzerne Hacke. Ist das die Hacke, was wir schon haben? Dann schauen wir jetzt mal kurz da oben raus. Könnte ich einen Eimer und einen Bauhammer bitzen. Und Steinpfeile. Wieder ein Eimer. Eine Steinhacke. Ah, das ist eine Steinhacke da unten oder eine Eisenhacke? Wenn es eine Eisenhacke ist, nehme ich sie mit, weil ich glaube, wir haben nur eine Steinhacke. Ne, Eisenhacke haben wir hier und eine Sense. Ich glaube, die zwei haben wir sogar schon mitgenommen. Guck mal, ob es hier auch irgendwas gibt. Das Licht aus. Natürlich wäre auch interessant, ob man hier solche Tierchen hier stehlen kann. Wollen wir doch einfach mal hier durch, was es hier so zum Ergattern geben würde. Aber so wie es ausschaut, eigentlich nicht viel.
Das ist ja immer noch eine Eisenhacke. Und da werden wir doch nachher mal probieren. Nachdem wir die ja auch haben. Ob wir mit der eventuell schon vielleicht sogar Stein abbauen können. Und das jetzt die ganze Zeit gar nicht auf dem Schirm hatten. Nehmen wir hier doch einfach mal die Schaufel mit. Könnte ja sein, dass wir die vielleicht brauchen können. Rennt der hin? Weg von mir. Weil dann könnte ich eventuell noch einen Emmer stibitzen. Weil mit dem können wir vielleicht Wasser holen. Aber jetzt gehen wir mal ganz schnell weiter. Schauen, ob wir hinten ein bisschen jagen können. Ob wir hier die drei Eber und eventuell die Füchse kriegen. Bei uns haben wir ja noch keine Füchse entdeckt. Deswegen schätze ich mal, dass die eventuell vielleicht hier hinten sein könnten. Das Eberchen ist auf jeden Fall schon da. Da haben wir doch schon mal einen. Du bist ein Häschen, dich lasse ich mal leben. Da kommt schon die nächste. Und den zweiten. Die Schweine oder die Eber waren ja eigentlich auch nicht die Schwierigkeit an der Sache, sondern eher die Füchse. Und mal schauen, ob wir die eventuell finden. Vielleicht auch nicht so ganz schlau, jetzt hier in der Dunkelheit rumzurennen. Da dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Wölfe ja auch noch unterwegs sind. Ja, auch immer so eine Frage, wo die sind. Auf jeden Fall aus, dass die jetzt hier hinten Eisenerz geben. Da wäre eigentlich die dritte Sau gewesen. Aber die kriegen wir ja immer wieder. Jetzt trinkt man mal noch schnell einen Schluck.
schon mal nicht schlecht. Jetzt wissen wir wenigstens, wo es Eisen gibt. Wenn es Eisen ist, sieht auf jeden Fall so aus. Warte mal, du bist doch ein Wolf. Klar seid ihr die Wölfe. Ob ich mich mit denen jetzt gerade echt anlegen möchte, weiß ich noch nicht so genau. Wenn ich nicht anders kann vielleicht, aber solange ich denen ausweichen kann, tun wir das mal. Aber so wie es ausschaut, haben wir hier kein Glück. Ich höre auch nicht wirklich andere Tiere. Dachte ich mir doch, dass du eine Sau bist. Warnt sich hier erst. Was war das? War das jetzt nochmal eine Sau, oder? Ich glaube, das könnte nicht so einfach werden. Aber die Karren, wo hier immer rumstehen, wären eigentlich auch schön, wenn man die benutzen könnte. Wenn ich ein Fuchs wäre, hätte ich mich ja hier eigentlich am Wasser irgendwo aufhalten. Wald, Wasser, da hätte ich doch alles. Aber irgendwie sehen die das ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht. Warte mal, Füchse doch, die sind im Winter auch unterwegs. Wo zum Henker? Lass ich immer, wenn ich Geräusche höre, aber nichts sehe.
definitiv kein Fuchs. Ihr seid auch keine Füchse. Da werde ich nicht viel Glück haben aktuell. Also ich bleib besser im Tal, das ist jetzt meine Heimat. Achso, ich bin an der Kartengrenze, oder wie sehe ich das? Wollen wir ja bloß sagen. Sieht auf jeden Fall Hammer aus, das Ganze, muss man echt sagen. Kann man sich schon im Wald verlieren. Weiß auch nicht, was wir machen sollen. Ob, wenn wir jetzt nämlich die Füchse gleich noch finden würden, würde ich es mit dranhängen. Oder suchen wir in der nächsten Folge weiter. Das ist jetzt eine gute Sache. Da ist ein Hase. Hier sind mehrere Hasen. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, dass wir hier einen Hotspot mit Hasen haben. Kann man da nicht auch was, irgendwas markieren? Nein, kann ich leider nicht. Aber hier hinten ist das Ganze. Wenn das gewusst, hätte man hier deutlich schneller das mit den Hasen erledigen können. Wohl ein bisschen mehr in diese Richtung. Oh, leck mich doch. Wahrscheinlich rennt der jetzt schon wieder hinter mir her, der blöde Hund. Ja, verschwinde. Ich hatte Lust, mich mit dir anzulegen. Wahrscheinlich kommst du wieder nicht alleine. Du Sack. Blöder Hund. Wo sind deine Spielgefährten? Ich suche hier nach Füchsen und nicht nach Wölfen, Kollege. Aber wenn hier schon Wölfe unterwegs sind, hoffe ich, dass ich genug Speere habe.
Verfolgt mich hier schon wieder was? Nee. Also mache ich jetzt hier noch mal 3, 4 Speere für den Notfall und würde an der Stelle auch die Folge beenden. Dann werden wir hier in der nächsten Folge weitersuchen und hoffentlich finden wir dann noch die Füchse und nicht bloß Wölfe. Wäre sehr wünschenswert. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen freuen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, natürlich auch über ein Abo. Ansonsten würde ich mich auch sehr über eure Kommentare freuen, falls ihr Tipps und Tricks für mich habt. Und wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.